Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit dir. Damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Es ist der zweite Advent, also theoretisch Halbzeit. Praktisch stehen wir noch ganz am Anfang. Das heißt, jetzt abwarten und geduldig sein bis was eigentlich? Was hat es eigentlich mit dieser Geduld und dem Geduldigsein auf sich? Genau darum soll es im heutigen Gottesdienst gehen. Und genau darüber spricht auch unser heutiger Predigttext aus dem Jakobusbrief. Er spricht hier von und über denjenigen, der die Trauer und die Angst beenden wird. Diese Hoffnung, diese Zusage und Zuversicht soll uns trösten und Kraft spenden, ganz besonders denen, die Abschied nehmen mussten. Ich entzünde unsere Trauerkerze für Frau Hannelore Bacher. Sie ist am 21. November im 81. Lebensjahr verstorben. Herr, in Momenten des Abschieds hoffen wir auf dich, deinen Beistand und Kraft, die uns tragen sollen, und darauf, dass Hannelore Bacher nun bei dir ist. Amen. Live ist live. Das möchte ich heute einmal nutzen und vor allem die Live-Chat-Funktion, die wir bei diesem Gottesdienst nutzen können. Deswegen liegt auch mein Handy weiter drüben. Und zwar, es geht um das Thema Geduld. Wofür brauchst du in dieser Zeit gerade Geduld? Bitte schreibe das, wenn du möchtest, gerne in unseren Live-Chat und ich werde versuchen, es bei den Fürbitten mit einzubeziehen. Auf diese Art noch einmal ganz besonders und gemeinsam. Der Psalm für den heutigen Sonntag hat die Nummer 96 und im evangelischen Gesangbuch findet ihr ihn unter der Nummer 738. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was drinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Ehre
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn wir unter uns sprechen, nur du und ich, Gott, wie stellst du dir das mit der Geduld eigentlich vor? Einerseits sollen wir geduldig sein, andererseits können wir das Ziel schon sehen. Aber was genau ist das Ziel? Und vor allem, wie weiß ich denn, wie dieses Ziel genau aussehen soll? Solche und weitere Fragen, genau sie sind es, die es mir schwer machen, geduldig zu bleiben. Da brauche ich einfach etwas mehr von dir. Hilf mir, zu begreifen. Deswegen bitte ich dich und rufe zu dir, Herr, erbarme dich. Geduld ist, wie eigentlich? Letzte Woche haben wir den ersten Advent gefeiert, diese Woche, also heute, den zweiten. Eigentlich könnten wir ruhig auch schon Weihnachten feiern. Ganz so bald wohl leider nicht. Es braucht noch einige Zeit, aber wieso? Wieso braucht es eigentlich noch mehr Zeit? Im Advent ist genau diese Phase, die mir Zeit geben möchte. Die Zeit, in der ich mich auf mich selbst fokussieren kann, mir selbst die Frage stellen kann, was kommt hier auf mich zu? Welche Bedeutung hat es für mich und vor allem auch, welche Rolle spiele ich dabei? Alle Jahre wieder, so singen wir. Und genau deswegen glaube ich doch eigentlich auch, dass ich schon mehr als genug Adventzeiten die Gelegenheit gehabt habe, mir diese Fragen zu stellen. Wieso also noch einmal? Wieso wieder warten? Was mich beim Warten stört, ist dieser Gedanke, sinnlos Zeit zu verlieren. Man merkt schon, da kommt bei mir ein kleines bisschen die Ungeduld hoch, aber wenn ich es mir genau überlege, fallen mir eigentlich auch nur negative Möglichkeiten ein, das Wort Geduld zu verwenden. Wenn mir der Geduldsfaden reißt und meine Geduld am Ende ist, warte ich ungeduldig darauf, dass sich endlich das verändert, worauf ich warte. Vielleicht liegt aber genau da das Problem in meinem Denkmuster. Wenn ich Warten einfach nur mit etwas verbinde, das Geduld heißt, beziehungsweise genau andersrum, wenn ich Geduld mit etwas verbinde, das einfach nur Warten bedeuten will. Eine Predigt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, kann nicht einfach nur bei diesem Begriff bleiben. Denn dann wäre es mit einer Predigtstation schon vorbei. Und die anderen Stationen im Gottesdienst wären etwas eigenartige Standbilder. So einfach ist es aber eben nicht. Im Gegenteil, wenn ich Geduld aus verschiedenen Blickwinkeln betrachte, dann lässt sich einiges dazu sagen. Vielleicht sogar etwas Neues erkennen. Vielleicht sogar einen Sinn in der Geduld finden. Denn was wäre Geduld ohne Sinn und ohne Ziel?
Das Evangelium für den heutigen Sonntag befindet sich im Lukas-Evangelium im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen. Sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen den Menschensohn, und sie werden kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist am dritten Tage wieder auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Geduld ist Entlastung. Ich möchte anders sein, als ich es gerade bin. Aber wie viel Zeit habe ich dafür? Wie viel Zeit kann ich mir leisten, hier selbst zu nehmen? Ich sollte das können, das erreicht haben und am besten eigentlich jetzt sofort. Wenn ich mich hier kurz als Beispiel nehmen darf. Ich möchte am liebsten jetzt schon die Erfahrung und die Weitsicht besitzen, die mein Lehrpfarrer während meiner Ausbildung demonstriert hat. Jetzt, nicht erst später. Ich möchte zum Ziel, ohne den Weg gegangen zu sein. Gut. Das Sprichwort geht aber leider etwas anders. Der Weg ist das Ziel. Persönlich bin ich eigentlich kein Freund von Floskeln und Sprichwörtern. Denn für mich hat das immer irgendwie so einen, ja, ich weiß im Gespräch mit meinem Gegenüber nicht mehr weiter, möchte aber unbedingt die Stille füllen, naja, halt mit Worten. Also werfe ich ihm Floskeln und Sprichwörter an den Kopf, damit ist mein Ziel ja eigentlich auch schon erreicht. Die Stille, die Leere ist gefüllt. Ob mein Gegenüber jetzt aus diesem Gespräch einen Mehrwert ziehen kann, sei dahingestellt. Aber der Weg ist das Ziel, hat einen wahren Kern. Denn auf diesem Weg habe ich immer wieder die Möglichkeit, mir diese Fragen zu stellen. Ist dieser Weg eigentlich noch der, den ich gehen möchte? Entwickelt er sich so, wie ich es mir vorgestellt habe? Ist das Ziel eigentlich noch das, das ich erreichen möchte? Vorhin habe ich in Frage gestellt, ob dieses alle Jahre wieder eigentlich wirklich notwendig ist. Hier kommt es zu einem
ersten Perspektivenwechsel. Gegen Ende eines jeden Jahres bekomme ich die Gelegenheit, das Jahr zu reflektieren. Wie habe ich dieses Jahr erlebt? Wie habe ich mich während dieses Jahres entwickelt? Hat all das funktioniert, was ich machen wollte? Wunderbare Stichworte sind hier übrigens die Jahresvorsätze, die man sich zu Silvester nimmt. Habe ich sie durchgehalten? Es ist genau diese Möglichkeit, mir Zeit für mich zu nehmen. Abstand von Erwartungen, um hoffentlich zu erkennen, dass mein eigenes Tempo mir gut tut. Und in diesem Sinne zeigt sich, Geduld ist Entlastung. Denn es beinhaltet die Erkenntnis, dass manche Prozesse, manche Entwicklungen einfach Zeit brauchen, einen Weg, bis sie zum Ziel führen. Geduld ist Beziehung. Folgende Situation in einem Vorstellungsgespräch. Wann können Sie denn schon anfangen? Haben Sie vielleicht sogar schon Erfahrung in dem Bereich? Nein? Schade. Wir haben uns eigentlich jemanden vorgestellt, der... Und dann nimmt das Gespräch den zu erwartenden Verlauf. Es ist die Frage, wie viel Geduld bringen wir Kindern heute entgegen, bis sie erwachsen werden müssen? Also, wie viel Zeit haben sie,
bevor sie sich entscheiden müssen, welche Arbeit sie später einmal nachgehen möchten, damit sie möglichst früh schon die Weichen legen können und in die richtige Richtung sich entwickeln. Eine bessere Frage wäre aber, wie viel Zeit und wie viel Geduld dürfen Eltern sich erlauben, um ihre Kinder zu begleiten? Denn genau hier zeigt sich, dass der Begriff der Geduld nicht einfach nur ein Warten bedeuten kann. Deswegen auch der Vergleich zu Eltern, genauso aber auch zu Pädagoginnen und Pädagogen und anderen, die die Entwicklung von Menschen unterstützen wollen. Wenn es hier einfach nur um Abwarten oder über mich ergehen lassen gehen würde, das kann nicht Geduld sein. Geduld mit anderen, das bedeutet, ihnen Freiraum zu geben, um sich zu entfalten, damit sie sich frei entwickeln können und nicht einfach nur gut. Denn wer charakterisiert schon, was dieses Gut eigentlich bedeutet? An dieser Stelle unser heutiger Predigttext aus dem Jakobusbrief, der in eine sehr ähnliche Richtung argumentiert. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Der Schreiber des Jakobusbriefs geht in eine sehr ähnliche Richtung, nur anstatt der Erziehung geht er in den Bereich der Landwirtschaft, Pflanzen. Auch hier kann die Geduld nicht einfach bedeuten, abzuwarten, denn dann kann es mir passieren, dass die Pflanze eingeht, bevor sie erblühen kann. Sie braucht meine Fürsorge. Und deswegen war auch zuerst die Geduld nach innen, die Geduld mit mir selbst wichtig. Denn in dieser Auseinandersetzung mit mir selbst kann ich erfahren, wie gut es mir tut, Abstand zu nehmen von Erwartungen und mir selbst mein eigenes Tempo zu erlauben. Denn genau diese Erkenntnis kann ich auf meine Mitmenschen anwenden. Auch ihnen tut es gut, entlastet zu werden. Und genau hier zeigt sich, dass Geduld auch Beziehung ist. Thank you.
Geduld ist eine Gabe Gottes. Kann ich in dieser Corona-Zeit eigentlich ein besinnliches Weihnachtsfest feiern? Die Antwort ist ja, denn auch wenn es vielleicht hart klingt, aber Weihnachten existiert auch abseits von pompösen Festen, Geschenkebergen oder großen Zusammenkünften. Der Anlass selbst bleibt unverändert. Natürlich wäre es mir viel lieber, mit euch gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, die Gemeinschaft nicht nur sicht, sondern auch greifbar zu zelebrieren. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal auch Angst, dass genau dieses gemeinsame Feiern mit der Zeit verloren geht. Aber genau in diese und ähnliche Formen der Angst spielt die Botschaft der Adventzeit hinein. Die Veränderung, Gott selbst, kommt zu uns. Und das unaufhaltsam. Genau eine solche wunderschöne Botschaft habe ich noch einmal ganz anders erfahren, als ich am Freitag vor dem ersten Advent den Adventkranz der Diakonie mir etwas genauer angesehen habe. Er ist etwas ganz Besonderes, denn für jeden Tag ab dem ersten Advent gibt es dort eine Kerze. Also jeden Tag wird eine neue, eine zusätzliche Kerze angezündet. Und ich finde die Symbolik hier wunderschön. Egal wie schlecht es mir geht, egal wie finster es vielleicht aussieht, mit jedem neuen Tag kommt eine weitere Kerze hinzu. Strahlt das Licht heller, wird die Veränderung sichtbarer. Die Veränderung kommt. In solchen Momenten ist aber auch ein kleines bisschen der Trotz in mir laut, der schreit, nein, ich gebe nicht auf, das wird wieder. Aber woher kommt diese Geduld in mir eigentlich? Ist das meine eigene Kraft oder hat vielleicht Gott hier seine Finger im Spiel? Wenn der Pfarrer schon so fragt, ist die Antwort wahrscheinlich logisch. Trotzdem glaube ich, dass es ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren ist. Nämlich Gott, der in mir diese Hoffnung weckt und mein Glaube, der mich diese Hoffnung annehmen lässt. Wenn das Thema des Gottesdienstes die Geduld ist, dann vor allem für diese wunderschöne und starke Betrachtungsweise. Geduld haben bedeutet nicht aufzugeben oder abzuwarten, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dass ich mir bewusst bin, die Not hat ihr Ende. Die Sorgen, die Bedrängnisse, das, was mich niederreißt, hat sein Ende. Und in diese Richtung geht auch unser Monatslied, das wir am Ende des Gottesdienstes noch einmal spielen werden. Das Bewusstsein, das, was jetzt ist, ist nicht das, was auf uns zukommen wird. Die Geduld speist sich aus der Hoffnung, aus der Zuversicht, dass die Trauer, die Angst und das, was mich bedrängt, ein Ende finden wird. Wann hört das alles endlich auf? Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß, aber der ich mit der Zuversicht begegnen kann, dass es enden wird. Darauf vertraue ich, darauf glaube ich im Namen von Jesus Christus. Amen. Geduld nicht nur im Advent, sondern auch im Alltag. Vieles verlangt eben diese Stärke von uns und so kommen wir zu dir, Gott, und bitten dich um deine Unterstützung. Wenn es darum geht, unsere Mitmenschen wieder zu treffen, in unterschiedlicher Nähe und Distanz zueinander, so bitten wir dich um Geduld für Veränderung. Wann ist es endlich soweit? Wann können wir einander wieder sehen und sorgenfrei miteinander umgehen? Leider vielleicht nicht so bald, wie wir uns das vielleicht erhoffen. Deswegen bitten wir dich, Gott, für die Veränderung, auf die wir warten. Gib uns die Zuversicht, dass diese Veränderung kommt, auch wenn sie Zeit braucht. Für unsere Schule
aber auch für unsere Arbeit, dort, wo von uns Leistungen gefordert werden, die vielleicht mit Zeitdruck verbunden sind. Hier bitten wir dich gegen den Druck von außen, gegen die Erwartungen. Wenn wir Erwartungen entsprechen müssen, so bitten wir dich hier darum, stärke unsere Ausdauer. Gib uns die Kraft, dem Druck nicht nachzugeben, sondern in Geduld uns selbst unser eigenes Tempo zu erlauben. Und wenn es darum geht, unsere Umwelt vielleicht manches Mal auch auszublenden, um uns unsere eigene Geduld zu bewahren, so hilf uns, die Geduld für uns selbst und vielleicht auch für unsere eigenen Erwartungen standzuhalten. Gegen den Zwang in uns, gegen den Zwang in uns selbst bitten wir dich um Gelassenheit. Hilf uns verstehen, dass Entwicklungen Zeit benötigen und nicht erzwungen werden können. Herr, der du bist uns Vater und Mutter, um diese Dinge bitten wir dich und um vieles mehr, das uns auf dem Herzen liegt. Wir drücken unsere Bitten und unseren Dank in dem Gebet aus, das dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Alexander Pfeffel für die Übernahme und die Übertragung des heutigen Gottesdienstes. Darüber hinaus aber bitte auch ebenso ein ganz herzliches Dankeschön an Hans-Peter Kritschall und Eva-Maria Stöckler für die fantastische musikalische Begleitung des heutigen Gottesdienstes. Den nächsten Gottesdienst hier in der Heilandskirche könnt ihr wieder auf unserem YouTube-Kanal Heilandskirche Krems mitverfolgen. Wir werden schauen, dass wir das hin und wieder ein bisschen abwechseln mit den Live-Gottesdiensten. Auf unserer Homepage evangelischkrems.wordpress.com findet ihr alle Informationen zu diesem und weiteren Gottesdiensten und Angeboten und vor allem auch, wie es bei uns weitergehen wird. Denn fürs Erste werden die Sonntagsgottesdienste im Dezember weiterhin online übertragen. Wie es mit Weihnachten aussehen wird, die Information kommt im Laufe der nächsten Woche und deswegen einerseits nächsten Gottesdienst, aber eben auch auf unserer Homepage. Ein wunderschöner Punkt bleibt noch, nämlich danke an dich, an euch. Danke, dass ihr mit uns auf diese Art und Weise diesen Gottesdienst mitgefeiert habt und daran teilgenommen habt. Ich wünsche euch einen guten Start in eine neue Woche. Fühle dich getragen von dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.